Bei Fibromyalgie sind ja Schmerzen eines der Hauptprobleme und es gibt ja kaum effektive Lösungen dafür. Ich möchte dir heute zeigen, wann Omega-3 bei chronischen Schmerzen schmerzlindernd sein kann. Und ich gebe dir als Omega-3-Fettsäureberaterin ein paar hilfreiche Tipps, wie du da vorgehen kannst. So findest du für dich vielleicht am Ende des Videos einen neuen Input zur Schmerzlinderung. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Hallo, mein Online-Name ist Barbara auf der Heide. Ich habe Fibromyalgie und veröffentliche hier auf meinem Kanal jeden Freitag ein neues Video zu verschiedenen Themen rund um die Fibromyalgie. Und bevor ich jetzt anfange, möchte ich dich noch auf den rechtlichen Hinweis in der Videobeschreibung aufmerksam machen. Heute soll es mal um Omega-3 gehen im Zusammenhang mit Fibromyalgie und das habe ich aufgeteilt in drei Themen. Im ersten Punkt geht es um den Zusammenhang zwischen chronischen Schmerzen und Omega-3. Im zweiten Punkt möchte ich noch auf weitere Symptome bei Omega-3-Mangel eingehen, also unabhängig von Fibromyalgie, aber einfach, um das mal so ein bisschen darzustellen, was damit alles zusammenhängen kann. Und im dritten Punkt soll es darum gehen, wie du denn vorgehen kannst, wenn das für dich interessant ist. Zum ersten Punkt, zu diesem Zusammenhang zwischen chronischen Schmerzen und Omega-3. Es ist ja so, dass Fibromyalgie nicht als entzündliche Erkrankung gilt, denn man hat keine erhöhten Entzündungswerte. Aber trotzdem kann es passieren, dass manche Schmerzen eben doch Entzündungen zur Grundlage haben, und zwar sogenannte stille Entzündungen, die so unterschwellig ablaufen und die von den üblichen Blutmarkern beim Arzt nicht erfasst oder auch nicht interpretiert werden. Und die Ursache dieser stillen Entzündung ist ein ungünstiges oder ein schlechtes Verhältnis von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Das ist eben sehr abhängig davon, wie diese beiden Fettsäuren im Verhältnis stehen. Omega-6 hat entzündungsfördernde Eigenschaften und Omega-3 hat entzündungshemmende Eigenschaften. Und wenn es da zu einer Schieflage kommt, dann kann das Probleme machen, wenn die entzündungsfördernden Fettsäuren eben dominieren. Und das ist oft so, das ist einfach auch eine Folge unseres Ernährungsverhaltens der letzten Jahrzehnte. Und ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren kann zu Schmerzen führen, unter anderem, also es kann zu Entzündungen führen und damit kann es auch zu Schmerzen führen. Und das erklärt vielleicht auch, warum es manchmal Fibromyalgiker gibt, die sagen, dass sich ihre Schmerzen wie entzündet anfühlen. Und ich kenne das aus der Vergangenheit auch noch. Ich bin da in diesem Video auch mal ein bisschen näher drauf eingegangen, auf diesen Zusammenhang. Ja, und es gibt Studien, die zeigen, dass viele Menschen nicht ausreichend mit Omega-3 versorgt sind, also weltweit. Und dass Omega-6, wenn das eben die Oberhand hat, kann das unter anderem eben auch Schmerzen machen. Damit will ich nicht sagen, dass die Ursachen der Schmerzen bei Fibromyalgie an einem Omega-3-Mangel liegen. Das ist gar nicht das Thema, sondern ich möchte sagen, dass Schmerzen durch Omega-3-Mangel eben parallel zur Fibromyalgie ablaufen können. Genauso wie zum Beispiel Schmerzen durch Vitamin-D-Mangel. Und das habe ich ja nun auch schon mit einigen Betroffenen erlebt, dass die profitieren, wenn sie sich um ihren Vitamin-D-Spiegel kümmern. Und genauso kann es beim Omega-3 eben auch sein, wobei Schmerzen eben auch nur ein Symptom von Omega-3-Mangel sein können, also chronische Schmerzen natürlich. Ja, zum zweiten Punkt, weitere Symptome oder Beschwerden, die man haben kann mit Omega-3-Mangel. Das kann zu vielerlei gesundheitlichen Problemen führen. Natürlich muss man das nicht alles haben, aber ich möchte jetzt mal auf so ein paar Symptome oder auch Erkrankungen zu sprechen kommen, die in Zusammenhang stehen können mit einem Omega-3-Mangel oder eben auch in Diskussion stehen. Und das sind zum Beispiel Psychosen oder Depressionen, ADS, ADHS wird damit in Zusammenhang gebracht, auch Demenzerkrankungen inzwischen schon oder auch solche Dinge wie Asthma oder COPD. Ich habe jetzt nur wegen meinem Mikro geguckt, weil ich da manchmal dann auch gegenkomme. Allergien können ein Thema sein, Schlaganfall, Herzinfarkt, Arteriosklerose, ganz klar in Zusammenhang zu bringen mit Omega-3-Mangel. Krebs wird diskutiert und auch Diabetes mellitus und die nicht-alkoholische Fettleber. Wobei das geht jetzt nicht darum, Omega-3 in diesem Zusammenhang als Wundermittel oder als Allheilmittel darzustellen, sondern es geht darum, dass ein Mangel an diesem essentiellen Stoff
an der Entstehung vielerlei Erkrankungen beteiligt sein kann. Es hat eben einfach seinen Anteil daran. So ist es ja auch mit dem Vitamin D. Und es ist, denke ich, eigentlich ganz klar, wenn es einen Mangel an essentiellen Nährstoffen gibt und essentiell bedeutet, der Körper ist darauf angewiesen, dass er es bekommt. Er kann es nicht selbst herstellen. Er braucht diese Stoffe und er kann sie nicht selber herstellen, sie müssen zugeführt werden. Das sagt der Begriff essentiell aus. Und wenn wir da nun einen Mangel haben an essentiellen Nährstoffen, an Nährstoffen, die der Körper braucht, dann ist es doch ganz klar, dass es da zu gesundheitlichen Problemen kommt. Ja, nun zum dritten Punkt. Wie gehst du denn nun am besten vor, wenn du meinst, das könnte auf dich zutreffen oder das findest du interessant, du möchtest dich damit mal beschäftigen? Dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du probierst Omega-3 einfach mal so aus. Dann bleib aber unbedingt dran und warte auf die Tipps, die ich dir in diesem Zusammenhang im Anschluss gleich noch geben werde. Oder du stellst anhand einer Fettsäureanalyse fest, wie du denn mit Omega-3 und Omega-6 versorgt bist und beachtest dann im Anschluss meine Tipps, die natürlich für jeden wichtig sind, ob mit oder ohne Analyse. Bei dieser Fettsäureanalyse werden die Omega-3, Omega-6 und Omega-9 Fettsäuren bestimmt. Es wird der Anteil an gesättigten Fettsäuren bestimmt, es werden die Transfette bestimmt und außerdem wird eben auch das Verhältnis von Omega-6:3 bestimmt. Und da ist es so, je höher dieser Faktor ist, das ist ein ganz entscheidender Faktor in Bezug auf die stillen Entzündungen, denn je höher dieser Faktor ist, umso größer ist die Gefahr einer stillen Entzündung. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt da ein Verhältnis von 5:1. In der Realität ist es aber so, dass viele Betroffene 15:1 oder höher haben. Ja, diese Analyse biete ich als Omega-3-Fettsäure-Beraterin an. Ich bin da mit dem Labor Omega-Metrix in Zusammenarbeit. Ich bin dort bei denen als Beraterin gelistet. Du bekommst also auf Wunsch diesen Test bei mir. Das ist ein Selbsttest für zu Hause, habe ich hier auch. So sieht es aus. Und ja, da erhält man, wenn du diesen Test gemacht hast, nach einer Woche gibt es dann das Ergebnis und im Rahmen meiner Omega-3-Fettsäure-Beratung gibt es dann natürlich dann auch ein Beratungsgespräch. Und der Test sieht so aus, wenn man das da rausholt, hat man hier so einen Umschlag mit verschiedenen Dingen. Und ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber so in der Kürze, es gibt hier so einen Pieker, da muss man vorne die Kappe abmachen und dann piekst man sich in den Finger und dann muss man zwei Bluttropfen auf so ein Papier bringen. Das ist jetzt hier noch eingepackt. Packe ich jetzt auch nicht aus. Das ist ein Papier, das kann man aufklappen und da sind zwei Felder, auf denen das Blut getropft werden muss. Und wenn man das fertig hat, wenn das dann getrocknet ist, lässt man so 10 Minuten, Viertelstunde liegen. Dann kommt es in diesen frankierten Umschlag und wird ans Labor geschickt. Und dann erhalte ich eben nach ungefähr einer Woche das Ergebnis und dann gibt es dieses Beratungsgespräch und auch einen schriftlichen Ergebnisbericht. In dem Beratungsgespräch geht es natürlich auch darum, wie das Ergebnis denn nun einzuordnen ist, was kann man tun, um positiven Einfluss zu nehmen, um das Ganze zu optimieren und wie gesagt dann auch einen schriftlichen Ergebnisbericht. Dieser Test kostet 75 Euro und der größte Anteil daran sind leider Laborkosten. Ja, in meinen Augen macht dieser Test natürlich Sinn, einmal um den aktuellen Stand abzufragen, um zu schauen, wie bin ich denn versorgt mit Omega-6 und 3, wie ist denn das Verhältnis und dann eben auch, wenn man dann optimieren muss oder optimiert hat, ich würde mal sagen, so ungefähr nach 3 Monaten kann man diesen Test dann wiederholen, um zu schauen, hat sich das ausreichend verbessert, was hat sich verbessert und bin ich jetzt in einem guten Bereich, das kann man dann eben nochmals abtesten. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir mein Angebot auf meiner Webseite an, verlinke ich hier, dort kommst du zur Omega-3-Fettsäureberatung. Ja, und auch wenn solch ein Test in meinen Augen wichtig ist und uns unsere Gesundheit das Geld auch wert sein sollte, wollen oder können manche eben das Geld dafür nicht ausgeben. Und wenn du also einfach so auf eigene Faust Omega-3 nehmen möchtest, dann habe ich jetzt hier 4 Tipps für dich. Mein erster Tipp ist, achte unbedingt auf Qualität. Es gibt unzählige Produkte an Omega-3, aber was hilft mir denn Omega-3, wenn ich das jetzt nehme, um meinen Omega-3-Mangel auszugleichen und wenn ich mir dann bei schlechter Qualität Schwermetalle und andere Schadstoffe zufüge? Meine Empfehlung sind die Produkte von Norsan.
denn die werden von Schwermetallen gereinigt und von Schadstoffen gereinigt und die Fische stammen aus Wildfang in Norwegen. Und im Zusammenhang mit stillen Entzündungen empfehle ich das Omega-3 Total von Norsan. Norsan hat ja verschiedene Produkte, aber bei diesem Omega-3 Total, da gibt es einen hohen Anteil an EPA, was in diesem Fall eben wichtig ist. Oh ja, und ich habe für dich einen Rabatt als Erstbesteller. Wenn du also das erste Mal bei Norsan bestellst, dann habe ich einen Rabatt für dich auf alle Produkte und zwar in Höhe von 15%. Mit dem Code FS088 bekommst du 15% auf deine erste Bestellung. Ich werde das alles auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Ja, mein zweiter Tipp ist, achte bei deinem Produkt auf den Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Du kannst zwar günstig irgendwo Fischölkapseln kaufen, aber du solltest für diese Zwecke, die Thema dieses Videos sind, solltest du pro Tag ca. 2000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren zu dir nehmen. Das ist wichtig und es gibt genügend Studien, die keinen Effekt durch Omega-3 zeigen. Und das liegt einfach genau daran, weil einfach der Anteil der entscheidenden Fettsäuren nicht hoch genug war bei den Studien. Und darum, also du brauchst mindestens 2000 Milligramm Omega-3 am Tag. Und bei manchen Kapseln, wenn du dir das dann mal hochrechnest, wie viele Kapseln du nehmen musst, um auf solch eine Menge zu kommen, da hast du dann einen täglichen Verbrauch von 12 bis 15 Kapseln, zusätzlich dann oft auch noch irgendwelche Begleitstoffe, die, wo du dich mit belastest, die eigentlich, also es ist ja so oft so, dass Nahrungsergänzungen so viel Müll mit da drin haben, den man nicht braucht und der unnötig ist und der den Körper zusätzlich belastet. Also das wäre wichtig, dass du darauf achtest, welche Menge an Omega-3 du denn dazu dir nimmst, wenn du einen Effekt möchtest. Ne? Das ist ja das. Du möchtest ja was erreichen damit. Du möchtest ja nicht einfach Omega-3 kaufen und nichts passiert, sondern du möchtest ja das, was passiert. Das wäre also mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp ist, wenn du dann darauf achtest, auf die Menge, dann achte bitte auch auf einen hohen Anteil an EPA. Denn das ist die Omega-3-Fettsäure, die gegen diese Entzündung am besten wirkt. Es sollten mindestens 800 Milligramm EPA sein in deinem Produkt und es spricht auch nichts dagegen, wenn das noch mehr ist, wenn das 1000 sind oder 1200, kannst du das gut verwenden. Und mein vierter Tipp, der ist wichtig, wenn du Blutverdünner nimmst, dann solltest du die Einnahme mit deinem Arzt besprechen und auch durch deinen Arzt begleiten lassen, denn Omega-3 kann die blutverdünnende Wirkung verstärken. Da muss man dann mit dem Arzt schauen, wie man damit umgeht, ob man da irgendwas umstellt, wie man das handhabt. Das muss dann eben kontrolliert werden. Ja, zusammengefasst bedeutet das, es kann vorkommen, dass an den chronischen Schmerzen sogenannte stille Entzündungen beteiligt sind, die durch ein ungünstiges Verhältnis von Omega-6:3 entstehen. Und das lässt sich mit Hilfe einer Laboranalyse ermitteln. Und in meiner Fettsäureberatung geht es, wenn es da eine Schieflage gibt, eigentlich um zwei Dinge. Das eine ist, Omega-6 zu reduzieren. Das geht dann eben über die Ernährung. Wir nehmen einfach, das ist das Problem, wir nehmen über die Ernährung viel, viel, viel zu viel Omega-6 zu uns und viele wissen gar nicht, was sie daran ändern können. Also das ist ein Bestandteil der Fettsäureberatung. Und im anderen geht es dann darum, den Omega-3-Anteil zu erhöhen, um wieder in ein gutes Verhältnis zu kommen. Und da geht es dann eben darum, wie supplementiert man jetzt am besten, um aus diesem Mangel zu kommen und auch später dann eben, um das gut zu halten. Es ist so, wenn man erstmal so eine Schieflage hat, wenn man dieses ungünstige Verhältnis hat und das ist 15:1 oder noch höher, dann kommt man da nicht raus, einfach nur indem man jetzt seine Ernährung umstellt. Es ist wichtig, seine Ernährung umzustellen, aber es ist auch wichtig, sich wieder in ein gutes Verhältnis zu bringen und das schafft man nicht allein durch Essen. Du findest, habe ich ja eben schon genannt, Infos zu dem Thema und zur Buchung auch hier auf meiner Webseite, die ich da verlinkt habe. Ja, und im dritten Punkt habe ich dir jetzt ein paar Tipps an die Hand gegeben, die du, ja, gebe ich dir einfach, lege ich dir ans Herz, das zu beachten, wenn du Omega-3-Produkte nimmst. Und ich habe dir natürlich auch eine Produktempfehlung genannt, die findest du unten in der Videobeschreibung. Nun sind wir am Ende angekommen und du bist immer noch dabei. Ganz vielen Dank dafür, dass du mal wieder bis zum Ende geschaut hast oder vielleicht auch zum ersten Mal. Ja, ich weiß noch nicht, worum es in der nächsten Woche gehen wird, aber es wird sicherlich wieder irgendwas mit Fibromyalgie zu tun haben. Insofern freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Bist herzlich eingeladen, nächste Woche Freitag. Und wenn du von mir kein Video verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal, denn dann bekommst du von YouTube eine Info, wenn ich wieder ein Video hochgeladen habe.
Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.